So Jungs, Ennis ist back und im Hintergrund seht ihr jetzt ein richtig krasses Gameplay von mir. Habe ich, glaube ich, am Freitag oder am Samstag gespielt. Am Freitag habe ich es gespielt. Und zwar ist es ein 200 Plus mit einer Shotgun mit der Argus. Ja, 216 Kills mit Argus. Das zweite 200 Plus mit Shotgun, das andere hat ein Carnage-Member. Und ja, würde ich sagen, für das krasse Gameplay könnt ihr auf jeden Fall schon mal ein Like da lassen und einen Comment. Und ja, und zwar Thema von heutigen Video ist Twitter. Und zwar habe ich einen Twitter-Account, der heißt Number One Basher, also NO1 Basher. Habe ich hier unten noch verlinkt und da habe ich eine Bitte an euch und zwar followt mir da mal bitte alle. Und wenn ihr kein Twitter habt, dann macht euch echt mal Twitter. Das ist 10-mal besser als Facebook. Die Seite ist einfach so krass, es lohnt sich echt, macht euch Twitter. Und followt mir da mal und retweetet mal meine Sachen, die ich da poste oder die ich schon gepostet habe. Und ja, das war's zum einen mal. Und dann wollte ich jetzt auch den Gameplay-Stand ansprechen. Und zwar ist jetzt, gerade wenn ich das Video mache, lade ich hier gerade das Update runter für Black Ops 3. 1.08. Und da ist Nuketown for Free dabei und ich hoffe, ich bete so, dass es nicht in der Hardcore-Liste ist. Ich bete so, dass Nuketown nicht in der Hardcore-Liste ist. Sonst ist der Gameplay-Stand da echt so gefickt, weil die ganzen Randoms dann wieder Hardcore spielen. Und ey, da habe ich so keinen Bock drauf. Also ich bete wirklich, ich bete dafür. Es dauert jetzt noch 17 Minuten, bis es runtergeladen ist. Und ich bete so dafür, dass es kein Hardcore Nuketown gibt. Und ja, da würde ich sagen, also schaut bei Twitter auf jeden Fall vorbei. Und ihr könnt mich adden hier, Gamertag. Ruin-BasherNS steht auch in der Videobeschreibung. Ich nehme jeden an. Und ja, bitte, ich bete einfach nur, dass da kein, das nicht in der Hardcore-Liste ist. Und würde ich mal sagen, wenn euch das Core-Gameplay hier im Hintergrund gefallen hat mit der Shotgun, dann lasst ein Like da, schaut auf Twitter vorbei und haut rein. There's only two things in this world I love more than getting a check. Take a wild guess, I'll give you a hint, it isn't sex. I mean that's close though, but it's not to be confused with. All I need is my lovely family and all my music. Left by a list of girlfriends and best friends. Because of this at my wedding, music will be my best man. Till about a year ago I used to be mistake prone. Training wheels off, now I get my skate on. And every time I fail, guess who's there to pick me up? Music and my mama put peroxide on the cup. For real though, so when I finally get a deal, bro, I'ma take him with me, cause all I need is my family. Maybe that was our cost of lowering segregation. I see it both ways, my family never discriminated. Plus we stick together, negativity we eliminated. And music touched my soul, that's where my heart goes. You wanna trust your own guys, but who really knows? They hating, saying I'm fake for being versatile. Like I'd never get no deal. When will they learn, my real is different than your real. I'ma be the center of attention like O'Neal. And that's so real, sometimes it don't work when I try to stay glad. But no matter how mad, all I need is my family. So many, it got me thinking, damn, is it me? But realistically, logistically, I know it's not. So make room up at the top, yeah, I'm coming for that spot. My family ain't got a lot, and I might just be that last hope. But that's no reason to mope, that's why we all close. So I respectfully ask that you don't knock my hustle. Got a lot of weight on my back, hope I don't pull a muscle. Even the deck can jam to my music like I was Russell. Think of the feeling of having to smile while you struggle. But through my pain, I love who I became. My music and my family is to blame. All I need is my family. They understand me. The only ones really know.
notebook and a pen, yeah.